So, hallo, willkommen. Das ist unser nächster Vlog. Und zwar haben wir jetzt Seminar in Nürnberg gerade. Das Beste aus zwei Welten, Markttechnik, Drift, Optionshandel. Und wenn ich mal so ein bisschen rangehe, dann seht ihr hier, ich bin noch ganz unrasiert. Und deswegen starte ich heute dieses Seminar hier noch zu Hause mit dem Besuch bei einem Barbier. Das heißt, kürzer machen, ganz abmachen. Und da nehme ich euch jetzt mal mit. Dem Straßenverlauf folgen. So, ihr habt es gerade gesehen. Das Wetter ist alles andere als schön. Ich bin auf dem Weg nach Nürnberg. Es sind 0 Grad, es schneit, also so Schneeregen. Aber nichtsdestotrotz, alles ist okay. Ihr habt vorhin gesehen im Video, als ich mich habe noch mal rasieren und scheren lassen. Ihr seht, alles glatt, wunderbar. Keine Schnittverletzungen, also der Junge hat es echt gut gemacht und ich werde das also jetzt öfters machen. Vielleicht führe ich das so als kleines Ritual ein, dass ich immer, wenn ich mal auf ein Seminar fahre oder ein Seminar gebe, dass ich vorher zum Barbier gehe. Ich habe mich übrigens mit ihm unterhalten, er ist kein Friseur, er ist ein Barbier. Naja, ich weiß nicht, ob das nur eine andere Bezeichnung ist, aber nichtsdestotrotz, der hat das ziemlich gut gemacht, also alles okay. So, ich bin jetzt eine knappe, wir sind noch Kilometer, 109 Kilometer von Nürnberg noch entfernt. Werde also in ungefähr einer Stunde da sein und freue mich schon drauf. Dann werde ich mal so schauen. Ich glaube, der Mario ist auch schon da. Der hat heute auch schon auf Facebook was gepostet, dass es schneit. Also er kommt ja aus einer anderen Ecke in Deutschland und da hat es auch schon so ziemlich geschneit. Naja, und dann habe ich heute Abend um 18 Uhr noch Helpdesk und wir werden wahrscheinlich live im Helpdesk einige Positionen anpassen müssen, weil die Märkte ein bisschen in Bewegung sind. Und es ist natürlich super, wenn man das live machen kann, weil dann sehen es natürlich alle Kunden und Abonnenten gleich, wie wir das machen. Jo, dann fahre ich mal weiter, mache euch hier aus und melde mich später wieder zurück. So, ich bin angekommen in Nürnberg, also noch gut 2 Stunden war ich da, bin jetzt hier schon im Hotel und ich werde euch dann später auch mal noch hier das Hotelzimmer zeigen, weil das Hotelzimmer ist so ein wenig auch Ausdruck dessen, wie das ganze Hotel ja ist und das ist natürlich sehr, sehr schön. Es hat wirklich so viele Kleinigkeiten, wo ich sage, deswegen gehe ich gerne in dieses Hotel, um Seminare zu machen. Habe auch selber hier schon als Gast das ein oder andere Seminar besucht. Und dieses Hotel, der Schindlerhof in Nürnberg, da mache ich jetzt mal kostenlos Werbung dafür, ist wirklich richtig, richtig toll. Ich zeige euch dann ein paar Kleinigkeiten und diese Kleinigkeiten ziehen sich hier durchs ganze Haus. Jetzt aber muss ich erstmal was anderes machen, denn der Laptop läuft. TWS ist offen, weil gleich ist es 18 Uhr und da heute Donnerstag ist, mache ich natürlich wie immer Donnerstag den Helpdesk für die Abonnenten unserer Optionsstrategien. Das fällt also nie aus. Immer wenn ein Optionsbrief erscheint, gibt es auch ein Helpdesk. Meistens mache ich das also, naja, wenn wir sagen immer, wir machen 48 Ausgaben im Jahr, in der Regel sind es immer 50 oder 51 und das Helpdesk dann entsprechend auch so oft. Und warum? Weil mir das ganz einfach wichtig ist, dass unsere Kunden, dass unsere Abonnenten eben auch wissen, was machen wir. Wir haben ja seit diesem Jahr auch die Extra-Konten eingerichtet, also wo wir mit realen Konten, reelles Geld, die Trades alle nachvollziehen. Und heute werden wir wahrscheinlich ein bisschen was adjustieren müssen und das machen wir live. Und deswegen muss ich mich jetzt noch ein ganz klein wenig vorbereiten und später dann oder im Laufe der nächsten Tage, wie gesagt, zeige ich euch noch mal ein bisschen was hier vom Hotel. Auch wenn das Wetter dann, ab morgen soll das Wetter auch ein bisschen schöner werden und dann könnt ihr euch das hier mal anschauen. So, und jetzt sage ich erstmal Tschüss, bis später. Der erste Seminartag ist vorbei und ich hatte euch jetzt versprochen, ich will euch mal ein bisschen was zeigen, warum dieses Hotel so toll ist. Und ich fange mal hier an bei mir im Zimmer und unter anderem gibt es hier in jedem Zimmer etwas, was ich sehr schön finde. Nämlich, guckt euch mal das hier an, eine Kosmetikbar. So, was ist das Besondere daran? Also so eine Kosmetikbar mit allen möglichen kleinen Dingen, die man dann hier einfach kaufen kann, weil
Wenn man natürlich auf einem Seminar ist, wenn man in einem Hotel ist, hat man ja gar nicht immer so die Zeit, dass man dann irgendwo noch hinrennt und was kauft. Und es ist eine Kleinigkeit, aber das macht es unter anderem aus. So, die nächste Sache, die ich euch zeigen will, das übliche TV-Möbel, das kennt man, ne? Also hier ganz normal mit einem Fernseher darin, das ist nichts Besonderes, aber guckt mal hier oben, da ist eine kleine Stereoanlage drin und auch mit ein paar CDs, das sind so CDs zur Entspannung, zur Meditation und so weiter, wo man ja sonst eigentlich immer für alles Mögliche bezahlen muss, ne? Also ihr kennt das klassisch im Hotel Pay-TV und so, nein, hier kann man sich DVDs ausleihen, das kostet auch nichts, man kann sich CDs anhören und auch hier, also wieder an den Gast gedacht, komme ich halt vom Seminar zurück, komme auf mein Zimmer und was finde ich da hier? Also einen kleinen Willkommensbrief, eine kleine leckere Schokolade. Und das sind halt so einfach die Kleinigkeiten, die es hier ausmacht, was man schon allein im Zimmer sieht. Wie gesagt, das sind jetzt keine spektakulären Sachen, aber diese Vielzahl an Kleinigkeiten und die Freundlichkeit des Personals, die machen es eben aus. Und deswegen sind wir gerne hier im Schindlerhof in Nürnberg. Und später zeige ich euch dann mal noch den Seminarraum, der gigantisch ist. Also es ist einer der schönsten Seminarräume, wo ich je war, sowohl als Seminarbesucher als auch als Seminarveranstalter. Tolles Restaurant und so weiter. Das alles kommt jetzt gleich. So, Samstagmorgen, der zweite Seminartag. Jetzt kurz nach 8, gehe erstmal frühstücken. Und auf dem Weg dahin nehme ich euch mal ein bisschen mit und zeige euch mal ein bisschen was von diesem schönen Hotel hier. Kurz vor 9, jetzt geht's gleich los. Ist es nicht schön hier? Ja.